Pflegeberuf nicht an, Sie dabei zum Hund zu schicken. Nochmal, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Sie haben eine Registration gemacht online zum Händeln mit Bitcoin. Zum Händeln? Und deswegen rufe ich an, ja. Das ist sehr gut. Mit Bitcoin, ja, deswegen rufe ich ein, weil ich bin Ihre Account-Manager hier nicht. Und meine Arbeit ist dabei zum Helfen. Wie ist Ihr Name? Dabei zum Helfen, Ihr Händler-Account zu aktivieren. Ja, wie ist Ihr Name? Mein Name ist Jennifer. Ja, ist das der Nachname? Kelly. Bitte? Mein Nachname ist Jennifer Kelly. Kelly wie Telefon? Das ist sehr passend. Ja. Vielleicht. Es freut mich so unglaublich. Shalom. Ein großes Shalom. Okay. Können Sie für mich Shalom sagen? Shalom. Vielen Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Mazel Tov. Okay. Was bedeutet das? Ah, Shalom heißt Frieden auf Hebräisch. Das ist so wie ein, wie ein freundliches Hallo, du Bastard. Verstehst du? Ja, Shalom. Shalom. Das ist sehr nett. Ja, wie heißt die Musik, also, was bei Ihnen bei Hintergrund läuft? Ich finde das sehr erotisch. Den Namen kenne ich nicht. Ah, das ist schade. Würde ich gerne zu meiner nächsten Bar Mitzwa hören. Okay, dann würde ich fragen. Ja, bitte. What? Ich warte so lange. Also, das ist auf Griechisch und der Name kenne ich nicht und kennt niemand. Also, die kennen das, aber die haben das vergessen. Ah, können Sie deswegen mir... Namen kennen wir ja nicht. Können Sie mir die Datei bitte schicken? Wie bitte? Können Sie mir die Datei bitte schicken? Datei für was? Na, das Lied bei E-Mail schicken. mossad@gov.es, bitte. Ich habe schon ihre E-Mail, das ist kein Problem dafür. So. Ich bin eigentlich hier, Sie dabei zu helfen, Ihre Händler-Account zu aktivieren. Sie haben das. Kann ich bei Ihnen auch nur meinen Händler-Account aktivieren oder auch meinen Mozart-Account? Und den Heiden-Account muss ich auch aktivieren. Und ich werde in letzter Zeit immer öfter nach meinem Heider-Account gefragt. Der ist aber sehr aktiv, verstehst du das? Okay. Oi wei. Ja, so meine Arbeit ist dafür, deswegen rufe ich an, wissen Sie? Ja. Deswegen muss ich immer über Ihre Ende-Account reden. Das ist sehr gut. Ja. So, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung mit Händel? Oder nein. Ist das Ihre erste Mal? Nein, ich bin Exorzist. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Okay, und wie jung sind Sie erstmal? Ah, 37. Und wie alt sind Sie, junge Frau? Bin. Sind Sie schon volljährig? Ich bin 20. 20? Ah! Mazel Tov! Sie sind eine sehr nette junge Frau. Ja, ich bin schon zu, deswegen kann ich hier arbeiten. Ah, Sie sind nett und eine Frau, deswegen dürfen Sie da arbeiten, weißt. Bei uns in Israel müssen Frauen um diese Zeit in der Fabrik arbeiten und Panzergranaten herstellen. Oi wei. Okay. Deswegen, ja. Ja. Also, Sie haben noch keine Erfahrung mit Händel und Sie haben sie da über uns. Ich habe diverse Stücke von Haydn und Beethoven probiert, aber mit Händel ist nicht ganz so einfach. Der hat schwere Texte. Das ist nicht so schwer. Bei uns geht es einfach nur eine Position zu machen und da zu schließen. Und bei uns, die werden jemanden haben, die dabei zum Helfen, die Händel zu machen. Sie brauchen, es ist nicht so schwer, sie wollen das nicht alleine machen. Verstehen Sie das? Ja, weißt du, der Händel hat seine 42 Opern und 25 Oratorien ja auch nicht alleine gemacht. Der hat ja, sie haben das nicht alleine. Das ist gut. Ja. Mazel Tov. Ja, Sie können jemanden dabei haben.
Ja, und ich habe immer meinen Freund Asmodeus bei mir, der begleitet mich seit 7000 Jahren. Mhm. Können Sie Hallo sagen zu Asmodeus? Hallo, Asmodeus. Guten Tag, es freut mich sehr, dich kennenzulernen, Sterbliche. Hallo, ja, das ist auch gut hinzulernen. Ja, das ist Asmodeus, das ist ein jüdischer Erzdämon, aber er ist ganz nett, wenn man ihn erst einmal kennt. Ja, okay, das ist gut. Knie nieder vor deinem Gott. Okay, das ist gut. Ja, bitte tu, bitte jetzt knien. So wie ich gesagt habe, ich bin hier, Sie dabei zum Helfen, Ihre Endel-Account zu aktivieren. Ja. Ja? Ah, das Problem ist, Asmodeus hat am liebsten Mozart. Zumindest in seiner jetzigen Form. Er hat mehrere Formen. Hallo? So, Sie haben keine Erfahrung, ich weiß schon, deswegen rufe ich an, Sie dabei zum Helfen. Ich habe Erfahrung. Im Höllenreich als Vortergericht des Oberherren Luzifer Morgenstern. Sie haben schon Erfahrung, ja? Ja. Okay, das geht schon. Aber ich nicht. Asmodeus ist nur zu Besuch. Er übernimmt immer, ja, immer hin und wieder mein Gehirn. Okay. Und wie viele möchten Sie denn Ihre Endel-Account mit aktivieren? Du kannst ihn nicht retten, Sterbliche! Ah, da ist er schon wieder. Was haben Sie gesagt? Es tut mir so leid. Er übernimmt immer die Kontrolle. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Sie können mich nicht retten. Aber Sie mögen mich doch, oder? Also. Willst du mein Freundin sein? Wir besprechen über Ihre Endel-Account hier. Ja. Das können wir später sprechen. Das ist darüber sehr können gut. Wir dann später reden, okay? Ja. Wir aktivieren erstmal Ihre Konto. Wir machen die Fragenboden. Und dann danach können wir über Freunde reden. Ja, okay? Das ist gut. Ganz gut. Dafür müssen wir online gehen. Ja? Ja. Müssen wir auf Ihre Endel-Account einloggen? Ja, und Sie sagen mir bitte, mit wie vielen möchten Sie dann anfangen, wenn Sie möchten meine Freund sein? Wie viele haben Sie potenziell mit zu anfangen? Ah, was kostet eine halbe Stunde bei dir? Ah, überleg, was du sagst, das kann man falsch verstehen. Bei uns in der Hölle. Nein, das habe ich nicht so gemacht. Das habe ich nicht so gemeint. Aber du hast das so gesagt. Ja. Gesagt, wie viel willst du geben, wenn du meine Freund sein willst? Du hast danach gefragt. Du! Oh, ey, wenn meine Frau das hört. Was hast du für eine Haarfarbe? Wenn sie möchte meine Freund sein, 250 Euro ist nicht so viel. Das ist einfach nur ein Tag, dass wir rausgehen, einfach in ein Restaurant zu gehen. 250 gemindert. Einfach nur eine vielleicht... 250 ja, eine Euro? Eis zum Essen. Wenn ich ein Dessert für eine Frau kaufe, kostet das schon 300 Euro. Das sind dann Gold und Diamanten. Was hast du für eine Farbe, sag mir, Frau? Was hast du für Haarfarbe? Habe ich noch nicht, es ist so teuer, deswegen. Wie, du hast keine Haare, weil die so teuer sind? Dann musst du kasachische Ziegenhaare nehmen. Natürlich habe ich Haare. Ja, was und haben deine Haare? Jeden Monat was für eine Farbe haben deine Haare? Oh, also jetzt momentan, sie sind einfach braun. Ja, braun? Und gold. Ah, ja. Oh weh. Nächste Monat, ich will was anderes machen. Oh, das wechselt, bist du ein Chamäleon? Ein bisschen so, kann ich sagen. Ah, das ist gut. Wie groß bist du, sag mir. Okay, jetzt. Herr Kurt, sagen Sie mir bitte. Sterbliche Drecksau. Ich möchte jetzt mit Ihnen reden, nicht mit Ihrem Freund. Du sprichst schon mit mir. Ich bin dein Herr und Meister im Dies und im Jenseits. Knie nieder vor deinem Gott. Ah, es tut mir so leid, da war er schon wieder.
Also, okay. Ich kann es nicht verhindern. Hallo? Okay. Ist da ein Party bei dir? Wollen wir tanzen? Wie die Leguane? Ja. Ja? Ja. Was? Kannst du Disco Fox tanzen? Das ist keine Party. Oh, weh. Das ist keine Party. Ich bin im Büro. Aber das klingt wie ein Party. Habt ihr kein Corona bei euch? Doch, aber wir arbeiten jetzt. Und diese Musik ist einfach, dass sie mich hören und nicht was, also in Interview, weil ich bin nicht die einzige Person, die aber ich höre Musik, redet. Ich höre und Leute schreien, ich höre die Teufelsausschreibungen, die gegen Asmodeus überhaupt keinen Nutzen haben. Ich habe Corona im Büro. Wir reden auf andere Sprache. Wir müssen die Erzengel anrufen. Und deswegen... Oi, wei. Wie bitte? Was ist das? Hast du da Schweine im Büro? Reiten die auf Schweinen durch die Gänge und machen die Bürostuhlwettrennen? Nein, das machen wir nicht. Warum nicht? Das macht sehr viel Spaß. Das machen wir nicht. Ich bin hier einfach dabei zum Helfen, ihre Endel-Account zu aktivieren. Ja, was kostet das? Deswegen müssen wir online gehen. Diese Geld nehme ich nicht. Das geht auf ihre Konto. Ach so, und wie stark stinken die Schweine? Wir sind eine... Wie bitte? Ich habe gefragt, wie sehr die Schweine stinken. Wie viele sie investieren möchten. Ja, genau das habe ich gefragt. Wie viel ist wichtig? Ja, wie viele möchten sie? 16 Kamele. Also der Mindestbetrag ist 250. Bis, also der Maximum, das sie jetzt anzahlen kann, ist 2000, weil ich habe 700 Bitburger Kronkorken. Können wir die investieren? Sie müssen einfach nur auf Euro eingeben. Ja, wir können das Gewicht von Aluminium umrechnen in Euro, dann haben wir Gewinn. Meine Güte. Das müssen Sie an. Ja, das, die Anzahlung können Sie einfach mit einer Kreditkarte machen, mit einer Online-Banking machen. Wenn ich das nicht geht wüsste, Planer, das dass ist du möglich. Auch nicht bei mir in der Hölle bist, würde ich bei diesen Arbeitsbedingungen davon ausgehen, dass du deine gerechte Strafe schon in diesem Moment erhältst. Asmodeus, halt die Schnauze! Es tut mir leid, der ist der ungezogene Dämon. Okay, geht schon. So, jetzt müssen wir online gehen, auf Ihre Endel-Account einloggen. Ja. Dann gehen Sie auf Google Chrome, wollen Sie dann Ihre Handy oder wollen Sie dann Ihre Computer benutzen? Ja, ich muss den Computer anmachen. Einen Moment bitte. Okay, dann. Kannst du Menschen, machen Sie das an. Kannst du den Menschen sagen, die sollen nicht so schreien? Die schreien wie die Schweine bei dir. Also, die reden auch mit Kindern, deswegen das so laut. Die schreien wie beim Weltkrieg in den Schützengräben von Ypern und wie bei der Belagerung von Alexandria. Okay, aber die reden auch mit Kindern, deswegen. Was machen die? Die reden mit Händen? Kann ich ein Autogramm von Händen haben? Ich meine, mit Kinder, nicht Händel. Kinder? Was ist ein Kinder? Mit Kindern? Haben Sie da eine Therapiegruppe für geschädigte Kinder? Nein, das machen wir nicht. Sie müssen mehr Aktien sein mit uns zu Händel. Ach so, was für ein Kinderfilm läuft da im Hintergrund? Ist das Zumania oder Pokémon? Ich habe gesagt, Sie reden mit Kindern, nicht Kinder. Höllisches Weib. Erfolge die Befehle deines Meisters. Alles Scheiß, mach die Musik aus! Ich verstehe kein Wort. Hören Sie mich jetzt? Mach die Musik aus, ich kann nichts verstehen. Ist Sie können mich nicht verstehen. Hallo? Meine Güte. Ja. Oi weh. Mach das Hören leiser. Sie mich jetzt? Mein Freundin, mach das leiser. Verstehen Sie mich jetzt? Gib mir den Mann, was da so schreit. Ich muss ihm Manieren beibringen. Der Mann spricht keine Deutsch. Das ist egal. Ich spreche Hebräisch, Russisch, Englisch.
kann ich Hebräisch sprechen? Nein, kein ehrlich. Was kann jetzt ich sprechen? Jetzt müssen wir online gehen. Was spricht der Mann, außer idiotisch? Bist du bei Discord? Okay, hören Sie mal zu, Frau Körne. Das akzeptiere ich nicht. Ich bin hier, Sie dabei zu helfen, Ihre Konto zu aktivieren. Wenn Sie das nicht machen möchten, es ist auch okay. Ich habe andere Kunden, die Sie warten. Ja, und ich möchte sehr gerne machen, nur meine aber das Musik sehr störend. Verstehst du nicht? Ich will nicht mit dir reden, aber ich nicht verstehen, weil die Menschen schreien, wie bei aber Vaterbank. Aber wenn Sie immer... Wenn Sie immer die Leute, also mit anderen Namen, also anrufen, das geht nicht. Ananas? Okay? Ein bisschen Respekt vor Leuten. Aber sie, was hat das mit ein Respekt zu tun? Ein bisschen Respekt vor meiner Arbeit. Aber eine, was ist das? Was ein bisschen Respekt Ruhe. Vor die Leute, die mich meter. Was hat das wenn mit... Wenn Sie möchten das ja, nicht machen, die... es ist auch okay. Ich will das ja wenn machen. Wenn Sie das nicht machen. Ich will machen, aber warum? Aber du zeigst auch okay, keinen Respekt. Diese laute Musik ist respektlos für jeden Kunden. Das ist eine große Beleidigung von Ignaz Geldbaum. Das... Vor jedem Kunde. Ich habe mit so vielen Kunden geredet und die haben gar nichts gesagt. Ja, und vielleicht waren die auf dem gleichen Intelligenzlevel wie du. So, sag mir, welche Internetseite muss ich gucken? Schreiben Sie dann EU. Was? Kannst du bitte buchstabieren wie ein, kann, wie ein richtiger Mensch? EU. Buchstabieren. Oder kannst du das nicht? Otto, Emil, Richard, Siegfried, richtig buchstabieren, wenn du schon so lautes Partymusik hast. U. C, U? Einmal buchstabieren, E-U? Bitte. Buchstabieren. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, schreiben Sie eu.excentral.com. Ja, du sollst das bitte buchstabieren, weil ich das Buchstabe nicht verstehe. Was wissen Sie nicht? Wissen Sie nicht, was EU ist? Nein, ich verstehe den Wort nicht, weil Telefonqualität sehr schlecht. Bitte einmal buchstabieren. A wie Anton, B wie Bertha. So bitte machen. E. E. C. C wie Cäsar. Elena. F ja. Wie Frankfurt. E wie Elena. Elena. U. Wie uns? Wie was? Uns? Ja, uns. Wir sind Freunde. Euro Jackpot. Vielleicht. Okay, und dann Punkt? EU-Punkt? Ja. E wie Elena nochmal. Elena? Ist das dein Name? Nein. Oh. Und X? Ja. Ich habe keine Wort von mir. Dann gehen wir weiter. Was Currywurst? C. Wie bitte? Hast du gerade Currywurst gesagt, also C? C wie Currywurst? Ja. Ja? Ja, geht schon. E. Wie Elena nochmal. Elena. Ist ein sehr schöner Name. Ja, N. N wie neutral. Wie was? Wie nein. N wie nein. Sag mir, wo hast du Deutsch gelernt? Ja. T. Wie T? Oder T? D. Dora? Dorian? Test. Nein, T. T. So wie T. In Ordnung. Buchstabiere weiter, Sterbliche. Bitte. Können wir das weitermachen? Ja. Oder muss Ihr Freund noch wieder immer kommen? Erzähl. Buchstabiere weiter. Er versteht dich nicht. Hören Sie mal zu, wenn Sie das nicht machen möchten, ich habe Sie das schon mal gesagt. Ich möchte okay. machen, aber ich kann ich nicht glaube, verstehen. Antwort. Mein Asmodeus, der kann besser hören. Es tut mir leid, aber Musik so laut, ich habe nicht gut verstanden. Okay. Das gibt's auch dann Probleme mit Sie dem Copyright, das kann ich nicht mal hochladen. Wie bitte? Ich sagte, es gibt Probleme mit Copyright wegen der lauten Musik. Das ist ja wie im Affenstall bei euch. Scheiße. So. Gib mir mal deinen Manager. Geht's? Warum? Ich will mich beschweren.
Sie redet schon. Sie haben gar nicht Zeit jetzt. Ja. Dann müssen Sie ja weitermachen oder möchten Sie das nicht machen? Ja, ich möchte bitte mit Manager sprechen. Bitte. Manager hat keine Zeit jetzt. Sie sind meine Kunden, Sie reden mit mir. Ja. Und nicht mit meinem Mann, der hat auch was anderes zu tun. Ja, deswegen würde ich machen mit ihm sprechen. Oder ist das eine Frau? Wenn Sie nicht weitermachen möchten, dann sagen Sie mir bitte. Oh, ich möchte ja, unbedingt. Dann machen Sie ja das weiter. Wie viel Geld kann man verdienen bei einem Monat? Das kann ich Sie nicht so sagen. Warum es ist nicht? Eine riskante, es ist um. Es ist Handel. Es geht um eine Beziehung. Es geht um die Fehler, die investieren. Dafür, dass du seinen Namen beschmutzt, werde ich dir Mistgabeln in den Hintern jagen. Ah, da war er schon wieder. Sag mir, weitere buchstabieren bitte. Aber kannst du bitte die Musik ausmachen? Bitte. Ich bitte dich von Freund zu Freund. Von Besessenem zu Nichtbesessenem. Der Gin holt mich heim. Ich habe dir schon mal gesagt, diese Musik kann ich nicht ausmachen, okay? Ja. Dann machen wir weiter oder wir lassen das so. Ja, dann machen wir weiter. Es muss ja gemacht werden. Okay. Einer muss das ja machen, ne? Okay, was haben Sie denn geschrieben? EU.Exzentral Emil Xylophon Cäsar. Emil. Hallo? Hallo. Ja, wie geht es weiter? Wie weit sind Sie? EU.Emil Xylophon Cäsar Emil. Und dann bitte weiter buchstabieren. Okay, Herr Kühne, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Fahr zur Hölle, ich habe auch was anderes zu tun. Danke, tschüss. Fahr zur Hölle.